Start. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg in Richtung Los Angeles. Wir kommen in so einer halben Stunde an. Malibu Beach, we're coming for you. Auf der Suche nach Charlie Harper, Ashton Kutcher und Alan Harper. Haha, wie heißt der Ashton Kutcher Hitze? I don't know. Alan. Aber sieht dich auch gar nicht. Oh, das ist mit Absicht so. Ja. Ja, irgend so ein verrückter Nein. Also wir sind durch den Matsch gelaufen, weil wir in die Kamera geschaut haben. Das ist so ein richtiges Wiedlocker-Problem. Also wir sind jetzt hier an der Malibu Lagoon. Und hier soll der Drehort von Two and a Half Men sein. Zum Glück, dass gerade Ebbe ist. Ich glaube, ansonsten könnten wir hier gar nicht entlang laufen. Ne? Im Film oder in der Serie sieht doch der Strand immer so oder die Wellen immer so brachial aus, aber die sind hier gerade heute ziemlich low, oder? Das ist doch eigentlich auch viel mehr Sand, oder? Ja, weiß auch nicht. Ich dachte, ich eigentlich... Oh, guck mal, vielleicht ist das da hinten. Ne? Das kann doch das sein. Ist es das, was meint ihr? Sein, da stehe ich auch gerade schon einer davor und mache Fotos. Wir haben es gefunden. Also, unser Versuch, das Haus von Charlie Harper zu finden, war leider ergebnislos. Ja. Weil wir haben festgestellt, dass es dann ungefähr noch 3 Kilometer weiter ging. Dann hatten wir keinen Bock mehr. Auf jeden Fall Malibu Beach, also echt mega krasse Villen sind da. Und wir fahren jetzt weiter Richtung Los Angeles und zu Venice Beach, oder? Muscle Beach, genau. Bizeps anschauen, Knackärsche. Los Angeles, baby! Also wir sind gerade in die Garfield Avenue abgebogen und ihr habt jetzt gerade die Muscle Beach und Venice Beach gesehen. Rechts abbiegen auf Grandview Avenue, dann links abbiegen auf Van Buren Avenue.
Scheiße! Mega Stau hier in Los Angeles. Wir wollen Richtung Downtown. Okay, Dennis sagt, ich soll mal hier das Highlight des Tages ankündigen. Und zwar schlafen wir... Deine Highlight des Tages. Schlafen wir in einem Hostel. Wow! Also auf jeden Fall haben wir für Los Angeles ein Hostel gebucht, weil die Übernachtungen hier relativ teuer sind. Da fängt es an ab 120 Euro oder sowas die Nacht. Jetzt haben wir auch noch Wochenende, deswegen ist es wahrscheinlich noch teurer als sonst. Deswegen haben wir heute ein Hostel gebucht. Und ich glaube, das wird richtig, richtig cool, weil das ist eigentlich ein 4-Sterne-Hotel und die haben irgendwie so Dorms. Also ich bin mal gespannt, wie das aussehen wird. Und die haben einen Pool auf dem Dach. Mitten in Downtown LA angekommen und Dennis zieht seine Schuhe aus und schön. Mega cool hier. Hier oben schlaf ich und da unten der Dennis. Yeah. Und einen Gast haben wir auch. Ja, der schläft hier. Das nahm ich nicht mehr mal. Zeig mal das Bad. Das Bad ist. Also für Amerika geht es hier mal richtig ab. Sauberer als in alten Hotels. Die Dusche. Look it. Sieht look inside. Super aus, oder? Yes. Sehr schön. Hier das Bad. Richtig stylisch. Genau, hier ist noch das Klo drin. Und es ist eigentlich ein Hotel hier, gell? Ja. Und die haben hier auch so Zimmer, wo die dann als Mehrbettzimmer vermieten. Richtig cool hier. Also absoluter Tipp.